Hallöchen, Jungs und Mädels, herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming und hier zu FIFA 16. Wir haben noch 4 Spiele in der Saison hier in Liga 9, brauchen noch einen Punkt für den Aufstieg, noch 4 Punkte für für die Meisterschaft, genau. Und unsere Mannschaft ist fit. Wir sind aufgestellt, wir schauen mal, auf welchen Gegner wir heute treffen. Beim letzten Mal sind wir auf einen relativ starken Gegner mit einem Team aus der französischen Liga getroffen, haben da leider auch 0 zu 1 verloren. Borussia Dortmund, okay, gut, ja, spielen wir. Ich könnte ihm Lila anbieten. Ja, das scheint ganz okay zu sein, ne? Gelb gegen Lila. Er hat so ein klassisches BVB-Trikot. Seine Mannschaft ist genauso stark wie unsere. Seine Chemie ist schlechter. Er scheint ja noch ein bisschen im Aufbau zu sein. Ne? Dortmund-Spieler hat er schon ein paar drin. Ein Hamburg-Spieler hat er drin. Und der Rest scheint, ja, relativ bunt zusammengemischt zu sein. Also da scheint nichts so richtig zusammenzupassen. Könnte interessant werden. Aber die Jungs vorne sehen schon wieder alle so schnell aus. Ich weiß auch nicht. Ich hoffe, der Eindruck täuscht. Andererseits, wenn die schnell sind, schießen die vielleicht nicht so gut. Wir spielen bei uns zu Hause im Estadio Azteca. Kevin Miralas ist ja, natürlich fit. So gehört es auch für einen unserer Top-Torschützen hier. So, und da geht es gleich ein bisschen los mit Rubelei. So, mal sehen, was Shaqiri hier zustande bringt. Nichts. Da wird Caballé erstmal ordentlich umgeschmissen. Und den müssen wir klären. Er hat Vertonghen gemacht in höchster Not. Da drängelt er schon, ne? Noch bevor die Ecke hier ausgeführt wird. Ja, was hat er vor? Wo bringt er die Ecke hin? Er überlegt noch. Ah, er wechselt noch den Schützen. Okay. Och, und da fängt es an hier. Richtig schön zu. Ach, da hinten ist noch einer. Gut zu wissen. Oh, ja. Hat er nicht gut gemacht, der gute Hunt. Es ist Aaron Hunt. Ah, den läuft er gerade zu, ne? Habe ich ein bisschen. Ups. Zu spät. Och, da schmeißt der Shaqiri einfach um. Ist ja unglaublich. Und Shaqiri steht da auch ganz langsam auf. Ach, da hat er uns außen schon frei gemacht, ne? So. Jetzt haben wir hier mit Heung-Min Son ein bisschen Platz. Och, komm. Ja, und das ist es. Die Leute sind hier halt sehr ruppig in FIFA. Ah, da schenkt er uns wenigstens einen Einwurf hier. Ich hätte natürlich lieber den Elfmeter genommen. Aber, nee. War nicht, war schon Erdball gespielt, ne? Darauf können wir uns, glaube ich, einigen. Ach nein. Ah, hat er gut antizipiert, wo ich lang möchte. Aber auch super offensichtlich. Sissoko, mach mal was. Wenn das hier nicht die ganze Zeit so rumschleimen würde, vielleicht. Ach. Ja, bin ich nicht durchgekommen, ne? Da hätte ich vielleicht ein bisschen Tick früher passen müssen, irgendeine Vorlage geben. Den Ball mal vernünftig auflegen für einen meiner Mitspieler. Ja, und da gibt er uns nicht den Spieler, der hier direkt am Gegenspieler dran klebt, ne? Sondern wieder hier nach vorne bitte. Sondern wieder einen ganz anderen Spieler. Ach, kommt nicht durch. So, mal sehen, was Sissoko da reißen kann. Ah, der war zu schwach geschossen. Der war zu schwach geschossen. Kein Problem für beiden Fälle. Die Abwehr sah da ziemlich alt aus, ne? Da hatte Sissoko ein bisschen Platz zum Schießen und dann schießt er den zu schwach. Schade. So, und jetzt hier. Komm. Nee. So natürlich nicht. Keine Ahnung, was da hinten gerade los war. So, Wilmer hat den Ball. Versucht ihn hier über die Linie rauszubringen. Funktioniert nicht.
Sissoko kommt hier im Ballbesitz, sehr schön. Och, und da schießt der Weidenfeller direkt in die Arme, wirklich. Ah, das ja, war nicht gut genug platziert, der Schuss. So, wir versuchen mal vielleicht eine kleine Flanke. Ach, Sissoko verpasst den. Sissoko verpasst den. Ach Gott, ja. Das war nicht gut gedribbelt da. Ah, KPE. Ah, ich dachte, da wäre er durch. Schade. Dann kriegt der Gegner doch noch einen Fuß dazwischen. Ups. Muss Shaqiri jetzt mal zeigen, was er hier kann. Ja, wird er aber vom Gegner getrennt. Dann stellt er einfach den Körper so ein bisschen im Weg. In Shaqiris Laufweg. Upsi. Schön, wie das hier ruckelt. Ah, den hätte ich nicht als Steilpass spielen sollen, glaube ich. Für Seamus Coleman. Den hätte ich als normalen Pass spielen sollen. Dann hätten wir da eine bessere Chance gehabt. Komm schon, kann doch mal Bender hier vom Ball. Ah, ich dachte, da könnte ich noch mal hinter ihm lang gehen, konnte ich aber nicht. Und da ist Sissoko auch dann nicht schnell genug, um diesen Pass abzufangen. Das wäre nicht so schwierig gewesen, meine ich. Ah, nein. Oh, Fehler, Fehler. Ach, oh Gott. Das war gerade ein bisschen aufregend. Das könnte ja wieder ein sehr knappes Spiel gehen werden. Es geht hier hin und her. Und ich muss echt ein bisschen dribbeln üben. Ich muss mich im gegnerischen Strafraum viel besser durchsetzen können. Ach, hat er abgefangen. Da läuft schon der Gegenspieler mit, ist aber nicht schnell genug da. So, versuchen wir mal durchzulegen und kommen ins kurze Eck. So wie im letzten, vorletzten Spiel. Da hatte Heung-Min Son ja auch so ein wunderbares Tor, ne? Einfach ins kurze Eck gebracht. Hier schießt er nicht hart genug. Da kommt Weidenfeller ran. Hat er gut gehalten. Oh, das ist zu dicht. Das war zu dicht am Tor. Okay. So, Sissoko. Ja, und ihr seht, ne, das ruckelt hier ab und zu so ein bisschen, beziehungsweise läuft dann einfach ultra langsam. Jetzt, wenn das ganze Spiel hier. Ups, hat Caballé ja, ein bisschen gefoult, ne? Vielleicht ein bisschen in die Hacken getreten, aber ich meine, hey, sowas passiert, ne? Ja, da ist FIFA relativ empfindlich bei sowas, wenn man halt den Ball trifft und dann den Gegner vollkommen brutal umhaut. Das ist kein Problem für FIFA. Das stört FIFA über. Oh, da wären wir doch dran gewesen. Oh nein! Och Gott! Wieso hat er denn den Ball dann nicht durchgebracht? Ne? Da hat es quasi direkt im falschen Moment geruckelt. So, Howard hat den Ball. Ganz sicher, der gute Tim. So. Wo macht er uns denn da drüben? Gibt er uns ein bisschen Raum. So, wir versuchen mal hier ein bisschen früher in die Mitte zu ziehen. Das hatten wir uns ja vorgenommen. Ach, Gott. Da dribbelt Caballé sich selbst aus. Ja, Coleman muss das Ding jetzt hier irgendwie reinigen. So, erstmal raus mit dem Ball. Ja, und das ist es halt, ne? FIFA-Spieler, die, ach komm, lass mir doch den einen Angriff noch. Die Gretchen dann, ne? Die sind super aggressiv. Und ich kann das meistens nicht so richtig ausnutzen. Das nervt mich ein bisschen. So, wir hatten viermal Schüsse, drei Schüsse aufs Tor schon. Und nichts draus gemacht. Das ist katastrophal. Das ist echt katastrophal. Das darf eigentlich so nicht passieren.
gehen wir außen lang, genau, und dreht sich Shaqiri einfach super gewandt an seinem Gegner vorbei. Hier gibt es einen Steilpass auf Caballé und der zieht dann einfach ab und den Nachschuss macht er aber leider auch nicht rein. Weidenfeller lenkt den noch irgendwie um den Pfosten herum. Ach, komm schon, Shaqiri. Ach man, Shaqiri gefällt mir heute nicht. Ne? Der kann irgendwie den Ball da nicht so richtig behaupten. Ich habe leider auch keinen Spieler, den ich für ihn reinbringen könnte. So, der hat Tim Howard. Kein Problem. Gehen wir nach außen. Da steht schon ein Gegner. Ach, doch nicht so weit, doch nicht so weit. Der sollte nur kurz auf seinen Nebenmann ablegen, damit wir da einen schönen Doppelpass spielen können. Och Gott, das war scheiße. Das war echt scheiße. Und da renne ich dann auch in die falsche Richtung mit, ich weiß gar nicht, wer es war, Marco Rojo, glaube ich. Da drehe ich mich nach links rum, anstatt einfach in die andere Richtung. Und damit braucht er dann nur noch einschieben. Lauf doch da, warum läuft er da drüben nicht weiter? Oh Mann. Meine Links-Außenverteidiger, die sind mir da nicht offensiv genug. Und das würde ich halt super gerne mit einer individuellen Taktik beheben. Da man die nicht speichern kann, ist mir das dann auch zu viel Aufwand, um ehrlich zu sein. Oh. Was? Ach, war nichts. War überhaupt nichts. Ja, und jetzt merke ich schon, wie ich hier hektisch werde. Ja, da ruckelt man das Spiel auch wieder so schön im richtigen Moment. Ja, da muss hier irgendwie noch ein bisschen mehr passieren. Ja. Sissoko hätte ich gerne, genau. Ja, jetzt versucht er es hier mit so sinnlosen langen Bällen irgendwie. So, und da geht aber auch niemand auf der Linie mit, ne? Da wünschte ich mir halt echt, dass meine... Ja, auch genau. Dass meine Außenverteidiger da ein bisschen offensiver sich einschalten würden. Ich meine, wozu habe ich denn da so einen Offensivverteidiger rumzustehen? Ach, da sind wir doch dran. Wenn die dann nichts machen. Versucht das hier mit einem schönen Kombinationsspiel im Mittelfeld. Ja, und Shaqiri hier wieder mit seinem ultra langsamen Antritt. Ah, das kann sich gar nicht durchsetzen. Oh. So, Tim Howard hat ihn. Sehr schön. Und drüben die Seite ist wieder frei. So, und jetzt versuchen wir hier mal ein bisschen durch die Mitte zu gehen. Ah, dann schießt Sissoko da nicht gut genug den Steilpass. Ne, da war eigentlich die Lücke. Und er schießt dem... Ups, lauf Miralas, lauf! Und er schießt dem Gegenspieler direkt in die Beine. Jetzt drückt er hier aufs Spiel Unterbrechung, ja, ganz ehrlich, wo ich kurz davor bin, ihm hinten den Ball abzunehmen. Ja, mal sehen, was er jetzt irgendwie vorhat. Ob er wirklich wechseln möchte in der 70. oder sich nur eine kurze Auszeit gönnt, weil bei ihm das Telefon klingelt. Na, er lässt komplett durchlaufen. Ja, und ich laufe dann natürlich schön da an ihm vorbei. Ach, komm schon. Nein, so war das nicht geplant. Ach, da sollte er eigentlich nochmal eine Vorlage geben. Da hatte ich ja schon zu früh auf Tackling gedrückt, glaube ich.
Genau, Sissoko kommt da von hinten angeprescht. Ja, wird dann natürlich von dem Spieler abgefangen, ne? Ist kein Foul. So, jetzt haben wir Platz, jetzt haben wir Platz. Auch ein Shaqiri ist da wirklich so viel langsamer als Schmelzer, das kann doch nicht sein. Ach, beschützt doch den Ball, was ist los? Nein, so nicht. So, nicht mit Sissoko hier. So, da stecken wir den Ball nochmal durch, aber zu weit, zu weit. Ja, das war nicht gut, der Pass. Da kriegen wir auch nicht den richtigen Spieler. Ja, jetzt haben wir, ne, jetzt wo es zu spät ist, die Situation da schon gegessen ist, schaltet mir FIFA dann doch mal auf den richtigen Spieler um. Ach, der ist noch drin. Okay. Weg damit. Ja, Leute, das sieht nach einer weiteren Niederlage aus, ne? Durch einen dummen Abwehrfehler im Prinzip und durch unsere Unfähigkeit. Hier Tore zu schießen, ne? Wenn ihr wisst, was ich meine. Genau das meine ich nämlich. Oh, Alter! Alter! Jetzt kriegen wir einen Freistoß. Okay, ist schön. Jeder weiß, ich kann keine Freistöße schießen. Ja, läuft die Zeit natürlich schön runter hier bei solchen Gelegenheiten. Ja, was machen wir? Ja, wir schießen in beiden Fällen natürlich direkt in die Arme. Das ist natürlich immer eine Möglichkeit. Ach. Ach, und da drehen wir uns einfach in die falsche Richtung, ne? Ich dachte, er schon da außen ab, macht er aber nicht. So, Howard, ne, ist hier der einzige Spieler, auf den ich mich hier verlassen kann heute. Ja, und das war's. Niederlage, ne? Wir hatten 4, 5 Schüsse aufs Tor irgendwie und nichts bei rumgekommen. Ja, ach, richtig schade, richtig schlecht. Das tut mir weh. Ja gut, wir haben noch 3 Spiele, wir brauchen noch ein Unentschieden, Minimum. Wenn wir noch einen Sieg zusätzlich einfahren könnten, wäre es natürlich auch richtig cool, ne? Ihr seht hier, wir haben 9 Schüsse, 7 davon aufs Tor gebracht. Und er hat halt 4 Schüsse, 2 aufs Tor. Und wir haben das Gegentor halt durch einen billigen Abwehrfehler kassiert. 2 Kämpfe, ja, ist er natürlich viel besser als wir. Fouls, erstaunlicherweise, sind wir gleich auf. Ja, seine Passgenauigkeit besser. Also irgendwie, keine Ahnung, ich muss da dribbeln, Abschlüsse, irgendwas üben. Das geht so nicht. Was können wir uns denn hier mal angucken? Ja, unsere Schüsse waren scheinbar alle nicht gut, ne? Beziehungsweise Roman Weidenfellers Paraden hier. Alle richtig, richtig hervorragend. Ja, hier. Dieser Schuss, ne? Und den angelt er dann noch raus, den Nachschuss noch. Den ersten Schuss blockt der Gegenspieler und den Nachschuss, der ist dann zu unplatziert einfach. Der kam mit schönem Schmackes rum, aber zu unplatziert. So, was hier ist, die Sissoko aus der Distanz. Ja, ne, ist die Sissoko von der Strafraumgrenze. Und den greift Weidenfeller aber auch weg. Habe ich vielleicht auch auf die falsche Ecke gezielt? Ja, ne, hätte ich vielleicht auf die lange Ecke zielen sollen. Ja, schade, was haben wir noch dabei? Achso, das ist der schon wieder, den hatten wir ja schon. Also gucken wir uns vielleicht mal die hier an. Was ist da? Son. Ach ja, die kurze Ecke hier von Son. Und die hat Weidenfeller aber auch noch, ne? Da muss er hier rückwärts springen. Und blockt den Ball dann ganz kurz vor der Linie raus.
Ah, das ist unglaublich. Jetzt hier Sonnen dribbelt sich da schön durch, macht einen guten Schuss. Und da hätte er ja auch auf die kurze Ecke einfach schießen sollen, glaube ich, ne? Da wäre die kurze Ecke wahrscheinlich richtig gewesen. Also, wie Weidenfeller gehalten hat an dem Tag, hätte er den in die kurze Ecke auch gehabt. Also, ja, ist scheiße. Kann man nichts machen. So, wie gesagt, wir haben noch 3 Spiele. Wir brauchen nur noch einen billigen kleinen Punkt. Das sollte auch machbar sein, eigentlich. Naja, ich, ja, ein bisschen unzufrieden damit. Genauso wie mit der letzten Niederlage. Eigentlich unnötig, ne? Aber ist halt so. Müssen wir durch. Da kommt auch wieder ein Sieg, den wir uns irgendwie erschummeln mit Glück und so. Deswegen mache ich mir da jetzt keinen Kopf drum. Auf jeden Fall sage ich danke, dass ihr dabei wart, Jungs und Mädels, dass ihr hier bis zum Schluss mein Gelaber noch angehört habt. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Macht's gut und bis dann. Ciao.